Als ich das Video hochgeladen habe, habe ich dann gleich nochmal welche gesehen, wo ich mir dachte, die sehen toll aus. Ich habe die wieder noch nicht aufgehabt, weil wir die jetzt gemeinsam aufsetzen werden. Ich bin vorbereitet und wir starten mit der ersten Perücke und das ist diese schöne grüne Perücke hier. Das ist jetzt meine erste grüne Perücke, die auch wirklich mal ein ordentliches Lace hat. Das ist sich auch wieder sehr schön bewegen am Ansatz, das gefällt mir schon mal gut. Das ist eine sehr schöne Farbe. Ich liebe es. Ich glaube, ich bin ein ganz kleines bisschen perückensüchtig. Ein ganz kleines bisschen. Hier wäre dann also Perücke Nummer 1. Die nächsten sind dann schon diesmal etwas natürlicher. Und zwar habe ich hier mal eine blonde Perücke. Oh Wunder. Ich habe schon blonde Perücken, aber die haben kein komplettes Lace. Und die hier hat das diesmal. Oh Gott, ich fühle mich wie... Nein, sorry. Wenn die noch ein bisschen weißblonder, würde ich aussehen wie Lucius Malfoy. Die fühlt sich richtig gut an und die sieht auch sehr schön aus, dafür, dass das keine Echthaarperücke ist. Lässt sich wieder schön legen, wie ich das möchte. Sagen wir zu Liz mit blonden Haaren. Dann hätten wir also Perücke Nummer 2. Auf die nächste freue ich mich jetzt auch schon ganz, ganz sehr. Als ich die nämlich online gesehen habe, hat die mich nämlich gleich an einen ganz bestimmten Filmcharakter erinnert. Freunde, ich sag nur Mutter weiß mehr. Die böse Frau von Rapunzel, Mutter Gothel. Ihr wisst, der hat auch solche Haare. Das ist einfach so ungewohnt. Ich muss aber sagen, ich fühle mich mit der Frisur auch ein klitzekleines bisschen wie so ein Soldat von Herr der Ringe, von Gondor. Männer hatten dort auch alle schwarze Haare und solche Locken. Wann hängen die auch so zusammen? Sieht es auch besser aus, wenn ich die ein bisschen seitlich lege. Ja, das sieht definitiv besser aus. Meine Lieben, für heute war es das tatsächlich schon wieder mit dem Video. Es waren diesmal nur 3 neue Perücken. Ich musste mich aber auch extremst bremsen. Schließlich kostet ja auch alles ein bisschen Geld, ne? Aber keine Sorge, das war natürlich jetzt nicht das letzte Wig-Video. Ihr werdet da mit Sicherheit in Zukunft noch ein paar von mir bekommen. Erstens könnt ihr aber gerne mal kommentieren, welche von den 3 Perücken euer Favorit war.